So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich habe mal offscreen die Ballade des Kronos gespielt, damit wir die Zeit wieder verlangsamen. Das hätte ich fast vergessen. Danke, dass du vorbeischaust. Ich tätige eigentlich nur mit Dekus Geschäfte. Ja, was bin ich denn? Eigentlich möchte ich ja direkt vor dem Palast Handel treiben, aber da ist dieser große Oktopus und man kann gar nichts dagegen tun. Also habe ich hier meine Zelte aufgeschlagen. Weißt du, was Wundererbsen sind? Ich verkaufe dir eine für 10 Rubine. Jawohl, ich möchte meine Rubine gut anlegen. Ich möchte nämlich sogar gleich zwei kaufen, denn die werden wir später noch brauchen. Herzlichen Dank. Ja. La 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 la. Ja, ich habe einfach B gedrückt, um den Text zu skippen und habe dann automatisch ein Ja gekriegt für Wundererbsen kaufen. Pff, gut, aber ich wollte sie ja. So. Wenn wir ihn jetzt aber als Mensch bzw. Stadtmensch ansprechen, dann sagt er, du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Jawohl. Ich würde sagen, die Stadt ist doch belebter als alles andere. Oh, das ist eine Landurkunde. Ich wünschte, du würdest sie mir geben. Im Austausch dafür gebe ich dir dieses Land. Abgemacht? Abgemacht. Nicht, dass ich eine Wahl gehabt hätte. Aber ich habe die Landurkunde gegen die Sumpfurkunde eingetauscht. Ich gehe jetzt in die Stadt, den Rest überlasse ich dir. Jawohl. Geh mal dahin, mach die ganz große Kohle. Ist mir egal, Hauptsache ich krieg dein Herzteil. Und deine Urkunde, die muss ich ja noch weitertauschen. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Dann greifen wir das ab. Das wievielte ist es eigentlich? Müsste ja wieder das erste sein, weil ich ja genau die Herzteile so gelegt habe, dass ich mit einem ganzen Herzcontainer mehr zum Tempel komme. Jawohl. Aber wir kriegen ja allein von der Quest hier noch genug Herzteile. So. Dann geht's auch gleich weiter Richtung Dämmerwald-Tempel. Da gibt's nämlich auch nochmal ein Frosch, den ich mir holen möchte. Wir haben ihn schon besiegt, aber damals konnten wir noch nicht viel damit anfangen. Bevor ich das mache, brauche ich allerdings natürlich auch noch zweimal Quellwasser, damit meine beiden Wundererbsen auch gut wachsen. Wir haben zufällig noch genau zwei Flaschen frei, das passt perfekt. Und Quellwasser gibt es gleich hier um die Ecke. Na, zack. Na? Ach, hier ist es auf einmal tief genug. Naja, soll mir auch egal sein. Hauptsache, wir haben's. Jetzt habe ich aus Versehen die Hasenohren wieder abgerüstet. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Ja, Dongerus-Maske brauche ich gleich. Denn auf dem Weg zum Tempel gibt's auch nochmal einen Frosch. Das heißt, dann fehlt uns nur noch ein letzter. Und den finden wir im Pikibernia-Tempel. So, kann ich hier überhaupt schwimmen? Nee, aber gut, wenn ich hier als Zora laufe, ist es, glaube ich, immer noch schneller als Link zu schwimmen. Genau, und im Pikibernia-Tempel, da müssen wir dann nochmal den zweiten Endboss besiegen, damit es Frühling wird. Nicht nur damit wir den Frosch kriegen, sondern auch damit wir ein weiteres Herzteil bekommen. Ja, den zweiten Endboss muss man wirklich am öftesten besiegen. Ah, Don Gero, ich bin ein Frosch auf einem Baum, der springt und sich freut. Tschüss, ne? Jawohl. So, und denn würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich im Dämmerwald-Tempel wieder. So, und da bin ich auch schon. Nochmal für euch eine kleine Wegbeschreibung, wie ihr zum Frosch kommt. Ja, ich nehme jetzt mal ausnahmsweise meine Maus, warum nicht? Hier im ersten Raum, das war ja der mit den Dekoblüten und den Skulltulas. Da fliegt ihr natürlich ganz normal vorbei. Dann kommt ihr in den Hauptraum mit der Blume. Die könnt ihr, weil ihr die Feuerpfeile habt, natürlich gleich anzünden und müsst nicht den Rest des Tempels nochmal machen. Dann könnt ihr hier rechts in den Raum und wenn ihr gleich von oben links das Auge anschießt, dann bewegt sich in der Mitte die Plattform. Nämlich die hier. Ja, die da jetzt gerade hoch und runter fährt. Und das Auge ist direkt unter mir, das müsst ihr anschießen. Dann kommt ihr hier zu diesem Raum. Und hier ist er auch schon.
ging eigentlich relativ schnell. Ja, ein Hit. Und dann ruft er auch schon seinen Kumpel. Ja, mit der Schmörgelklinge hat er uns nicht mehr wirklich viel auszusetzen. Ich habe schon die Dekomaske ausgerüstet. Ist ja wunderbar. Dann tauchen wir doch mal ab. Na, wo ist er? Wo ist er? Zack. Da ist er. Ich bin ja fast geneigt, Feuerpfeile zu nehmen. Du kriegst jetzt richtig auf den Sack, mein Junge. So, man muss warten, bis er kurz stehen bleibt. Und dann kann man ihn auf jeden Fall angreifen. Zack. Guten zweiten Treffer kriegt man nicht hin, weil er dann unverwundbar ist. Das Glockengeläut geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Aber was soll man machen? So, frischen wir doch mal unsere Pfeile auf. Wir haben ja einen verloren. Sie könnten uns ja ausgehen beim maximalen Köcher. Ja, und da ist es auch schon vorbei mit dir. Quack. So, Nummer 4. Dann fehlt uns nur noch ein einziger Frosch. Dann kriegen wir auch da unser wohlverdientes Herzteil für. So. Ach, ich wusste sie immer gleich wieder ab. Trollolololololololol, ich bin ein Frosch. So. Dann will ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zum Ausgang. Das Ding kann ich abrüsten. Und dann brauche ich gleich die Goronhaut. Das Auge der Wahrheit, die Ocarina und den Fanghaken. Kann aber nur drei Sachen ausrüsten. Schade, schade. So, denn im Sumpf haben wir jetzt alles erledigt. Und bevor ich den Pikibernia-Boss noch ein zweites Mal plätte, gibt es auf dem Weg zum Tempel noch ein Herzteil, das wir uns jetzt mit dem Vogelscheuchenlied holen können. Jawohl. Und dann können wir es wieder Frühling machen. Der letzte Frosch... Ach so, genau, das Ding muss ich auch noch erklären. Wenn man reinkommt, dann... wird sich hier der Boss melden, der du mein Vermächtnis trägst. Wenn du mich erneut besiegen willst, dann spring in das Licht. Und dieses Ding gibt's in jedem Tempel. Das heißt, wenn ich jetzt den zweiten Endboss nochmal besiegen möchte, dann brauche ich einfach nur da reingehen und muss nicht den ganzen Tempel nochmal machen. Da haben die Entwickler wirklich mitgedacht. Ja, das Bild wird schon kleiner, aber ich reiß hier trotzdem rum, ist mir egal. So. Bergsiedlung. Wo war ich denn? Was wollte ich denn gerade erklären? Genau, wenn es Frühling wird, glaube ich, das war's. Dann kommt der letzte Frosch automatisch zum Teich. Das war auch der, den wir, glaube ich, schon gesehen haben. Denn wir spawnen ja, meine ich, direkt an dem Teich, wenn wir den Boss besiegen und können den instant anquatschen. Ich meine, mich dazu erinnern. Nach Norden war doch, glaube ich, sogar richtig. Und er hat auch Dongeros Maske. Was ist da los? Oh nein, das möchte ich noch nicht aktivieren. Zum Pikibernia, ja, jawohl. Dann rasten wir da mal aus. Kriegen noch die Dämmerung des zweiten Tages reingedrückt, bevor wir das Gebiet wechseln. Wunderbar. Ja, müssen uns dann nochmal die epische Cutscene angucken. Ein wunderschönes Gebiet, jawohl, kennen wir alles schon. Und jawohl, ich würde sagen, das Herzteil hole ich mir noch in dem Part. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Dann kann ich den... verfickter Fickifick. Den zweiten Boss nochmal offscreen machen. Und dass wir dann im nächsten Part pünktlich im Frühling beginnen. Oder ich schaff's gar nicht mehr in diesem Part. Was ist denn los hier? Geht mir wahrscheinlich gleich noch die Magie aus. Ja, gib mir mal Magic. So, wo musste ich denn hier stoppen? Halt, stopp. Das war schon hier, glaube ich. Jawohl. So, dann tausche ich jetzt mal Goronhaut gegen Fanghaken. Hasenohren setze ich jetzt mal nicht auf, denn das wird sonst doch ein bisschen zu slippery hier. So, greifst du mich an oder nicht? Sagt dir gleich das Licht? Ich weiß es nicht. Ich beschwöre auf jeden Fall mal unseren Kumpel hier. Das Lied der Vogelscheuche.
Und dann können wir uns auch das Herzteil holen. Oh, ich kann ihn einfach anvisieren. Machen wir das doch einfach so. Jawohl. Dann haben wir auch das erledigt. Jauza! Oh yeah, so sieht man sich wieder, Baby. Du spielst wie immer großartig. Danke, danke. Und dann beende ich hier den Part. Und das nächste Mal sehen wir uns bei Frühlingsbeginn wieder und können dann weiter mit Nebenquests durchstarten. Bis dahin, haut rein!